Unsere letzte Veranstaltung auf der Bühne machen wir alle gemeinsam. Es gibt nur eine. Und sie trägt den Namen Pop-up-Radwege und Spielstraßen. Und ich glaube, nichts hat in den letzten Monaten so viel unfreiwilligen, großen, tollen Aufwind bekommen durch die Pandemie, neue Pop-up-Bike-Lanes. Das heißt, wir werden uns jetzt auf der Bühne mit unseren beiden tollen Rednern beschäftigen mit der Frage, wie entsteht eigentlich solche Wunder wie macht man denn eine Stadt menschengerecht und wie schafft man diesen Raum für öffentliches Leben? Den wollen ja erstmal alle und natürlich, ja, braucht man den politischen Willen, aber vor allem braucht man auch eine agile Verwaltung und die digitalen Tools dazu. Und wie das geht und wie das ablief, wird sogar mit einer Demo zur Übertragung auf andere Kommunen gezeigt von Heiko Rintelen und Felix Weißbrich. Heiko Rintelen, die würde ich Ihnen jetzt gerne mal beide vorstellen, unsere beiden Präsentatoren. Heiko ist Designer und Kommunikationsberater und Geschäftsführer für Fixmal Berlin. Wir sind hier auf der Bühne, neben mir im Raum. Und wir haben Felix Weißbrech. Er ist Amtsleiter für Straßen- und Grünflächenamt von Friedrichshain-Kreuzberg. Hallo Heiko, hallo Felix. Willkommen. Hallo. Ich würde an euch einfach direkt übergeben. Ihr kommt aus den verschiedensten Bereichen von Forstpolitik und Landschaftsministerium und Service Design von digitalen kollaborativen Prozessen. Ich gebe das Wort an euch. Ihr habt eine große Präsentation, kurz an alle Teilnehmer. Ihr werdet gleich die Präsentation sehen, wenn ihr die näher angucken wollt. Einfach doppelklicken, dann wird die groß und im Chat gerne Fragen stellen. Deswegen sind wir nämlich hier für ein gemeinsames Gespräch. So, an euch das Wort, Heiko und Felix. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Einladung. Hallo, Herr Weißbrich. Hallo, Herr Rintelen. Grüß Sie. Können Sie mich hören? Sehr gut. Ach, naja, wunderbar. Genau, wir haben ein paar Folien vorbereitet, um drei Beispiele zu zeigen, wie der Bezirksfriedstein Kreuzberg hier auf die Pandemiesituation reagiert hat und wie wir dabei mit digitalen Möglichkeiten unterstützt haben. Ich gehe jetzt einfach durch, Herr Weißbrich, Sie reden einfach rein, wenn es passt. Gut. Also, ich fange an hier mit dem Hashtag des Jahres, pandemieresiliente Infrastruktur, den hat sich Herr Weißbrich ausgedacht. Für den bin ich oft gescholten worden, dass er zu kompliziert sei, aber ich wollte damit genau ausdrücken, dass es tatsächlich in der Pandemie nicht nur einer gesundheitlichen Resilienz bedarf, sondern dass auch insbesondere unsere öffentliche Infrastruktur resilient sein muss. Und wir festgestellt haben, dass mit den Eindämmungsmaßnahmen wir ja ein neues Planungsparadigma haben, was heißt 1,5 Meter Abstand im öffentlichen Raum halten und 1,5 Meter zwischen Pkw und Fahrradfahrern sind schon häufig schwer oder durch die Pkw-Fahrer häufig unwillig einzuhalten und dann erst recht, wenn das zwischen allen Leuten, die sich auf Fahrrädern zu Fuß oder so im öffentlichen Raum bewegen. Das heißt, wir haben einfach festgestellt, unsere Infrastruktur ist für diese Pandemie nicht hergerichtet, sie ist also nicht resilient und dann müssen wir tätig werden. Genau, und das Schöne in diesem Begriff resilient steckt ja auch schon so etwas Ähnliches wie agil. Es braucht nicht nur eine resiliente Infrastruktur, sondern eben auch eine resiliente oder / agile Verwaltung. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Genau, das erste Handlungsfeld ausgerufen vom Bezirk sind die Pop-up-Bike-Lanes. Wir haben in dem Fall vor allem damit unterstützt, das zu kommunizieren auf der Planungskarte, die wir eh schon hatten, so dass man sehen kann, wo die Maßnahmen entstehen, wann die entstehen und was da eigentlich genau passiert. Und ansonsten wurde halt vom Bezirk ein Set an Regelplänen entwickelt, damit das auch schnell umgesetzt werden kann. Nicht nur, also bestimmt nicht vom Bezirk alleine, im Gegenteil, federführend war hier die Abteilung Verkehrsmanagement. Aber es ist richtig, wir haben das sehr stark im Coworking sozusagen gemacht. Wir haben das sehr stark im Coworking gemacht, also ist es so gewesen, dass der neue Abteilungsleiter Herr Hegele hier sehr, sehr starke Vorarbeit geleistet hat, indem er diese Regelpläne gemacht hat und das hat es ganz uns kurz eben eine Bitte, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, deswegen haben wir hier so rumgeflüstert, man kann die Präsentation nicht im Vollbild sehen und die ist so wichtig, dass man die im Vollbild sieht, das haben wir technisch überlegt, der einzige Weg ist, wenn Sie, Herr Weißbrich, Ihre Kamera kurz ausmachen, dann würde man Sie hören, aber nicht mehr sehen, dafür würde man die Präsentation im Vollbild sehen und ich glaube, die ist Ihnen wichtiger. So?
Jetzt geht's? Okay, jetzt super, jetzt einfach weiter erklären. Gut. Ja, jetzt kommen hier im Chat auch alle fröhlichen Gesichter. Super, okay, jetzt sieht man alles. Dann gerne weiter im Text, Herr Weißbrich. Genau, danke. Ich wollte nur sagen, dass es halt extrem wichtig ist, diese Regelpläne, die dann federführend die Abteilung 6 Verkehrsmanagement mit dem neuen Leiter Herrn Hegele. Es kommt eben auch sehr stark in der agilen Verwaltung auf bestimmte Personen an, gemacht haben. Und das hat es uns als Bezirk zusammen mit der Abteilung Verkehrsmanagement erlaubt, ohne größere Planung einfach relativ, also tatsächlich dann relativ einfach zu sagen, in welchem Straßenabschnitt gilt welcher Musterplan, so könnte man das auch sagen. Regelplan ist nichts anderes als ein Musterplan, den man dann unter bestimmten Voraussetzungen anwenden kann. Das machen wir und deshalb habe ich das auch immer so betont, beispielsweise bei Baustelleneinrichtungen. Bei einer Baustelle wird jetzt kein Planungsverfahren dahingehend angestoßen, dass man sagt, wie müssen wir die Verkehrsführung machen, sondern wird in aller Regel auf sogenannte Regelpläne zurückgegriffen. Kurzum, das sage ich dann auch mal gerne, bei den Pop-up-Bike-Lanes handelt es sich sozusagen verkehrstechnisch gesehen um die Anordnung von Regelplänen wie bei Baustellen. Und die Elemente, die wir verwenden, sind dann ja auch baustellenartig sozusagen. Also das nochmal zum Verfahren und zu diesen Regelplänen. Genau, vielleicht noch zur Ergänzung. Das Spannende an dieser temporären Lösung über diese Regelpläne und Baustellenanordnung ist ja auch ein sogenannter iterativer Prozess, dass man nicht wie üblich über mehrere Jahre in der Regel so eine Planung macht, bis sie perfekt ist, sondern dass man eine Zwischenlösung macht, die relativ gut ist, womit man dann gleich eine Praxiserfahrung hat und daraufhin die Planung verbessern kann. Das ist für einen Planungsprozess relativ ungewöhnlich. Genau, mit iterativ ist ja gleich ein wichtiges Stichwort auch von Agilität beschrieben. Das heißt, genau wie Herr Rindlin gesagt hat, wir warten nicht auf den imaginären Zeitpunkt einer hundertprozentigen Planungssicherheit, sondern wir legen mit einem Bewusstsein los, dass wir eine gute Regelanordnung haben. Und nochmal möchte ich betonen, dass wir auch bei noch so langen Planungen, auch die jahrelang gedauert haben, am Ende immer wieder überrascht werden, dass am Ende eben doch nicht alles geregelt ist oder wir bei dem Praxistest, wenn dann eine auch langjährige Planung Realität und umgesetzt wird, dann wir immer wieder erleben, dass dann doch noch Dinge nicht stimmen oder so. Und hier haben wir eine super Möglichkeit, gerade weil wir diese Pop-up-Bike-Lanes mit provisorischen Mitteln anlegen, sehr stark auch noch nachzujustieren. Wenn etwas nicht funktioniert, dann können wir viel einfacher Gelbmarkierungen, die aufgeklebt sind, verlegen oder die Barken umstellen. Wenn das Ganze dauerhaft baulich angelegt ist, dann gelingt das eben deutlich schwerer, dauert Zeit, kostet viel und so weiter. Gut. Kann man das Video auch abspielen? Dann sehen wir das nochmal in live, wie so eine Pop-up-Bike-Lane dann tatsächlich eingerichtet wird. Ich glaube, es war, korrigieren Sie mich, Herr Weißbrich, eine Woche vor Planung. Das läuft nur einmal. Und dann eine Woche Ausführung. Genau. Und dann waren die innerhalb von 2 Wochen installiert. Das ist hier der Cottbusser Damm, ist der Cottbusser Damm. Hier sieht man die Markierungsfirma tätig werden. Diesen Spruch, eine Woche planen, nachdenken, eine Woche ausführen, der ist ja viel von mir zitiert worden. Das heißt tatsächlich mal, wenn wir uns entschieden haben, eine Pop-up-Bike-Line einzurichten, dann galt dieser Satz sozusagen. Also wir haben auch nur zwischendurch, wenn man jetzt die Frage stellt, was habt ihr die letzten Wochen gemacht? Ja gut, wir hatten die Frankfurter Allee und wir entscheiden uns nicht jede Woche für weitere Pop-up-Bike-Lanes, das muss man dann auch nochmal sagen. Aber tatsächlich ist es so, wenn die Entscheidung steht, jetzt machen wir es, dann haben wir 10 Tage bis Kalendertage, 14 Tage, dann brauchen wir dann nur aber eigentlich 10 Arbeitstage, bis wir das umgesetzt haben. Und das ist dann eben hier, wie man sagt, eigentlich sehr einfach. Und Einfachheit, würde ich sagen, ist das nächste Stichwort für Agilität und auch agile Verwaltung. Die Dinge einfach denken und dann auch einfach machen. Das geht nicht immer. Der Cottbusser Damm ist eine Straße, in der geht das sehr gut. Für andere Straßen gilt das nicht. Die Pop-up-Bike-Lanes sind nicht ein Wundermittel für alle Straßenzüge, das sei nochmal betont, aber für sehr viele und auch vor allen Dingen für sehr wichtige und gefährliche sind sie sehr geeignet, um Sicherheit herzustellen. Anmerken möchte ich hier nochmal, dass wir die Kreuzung bei der Herrichtung von Pop-up-Bike-Lanes ausgelassen haben, weil die häufig
sehr viel schwerer, eben mit Regelplänen, wie wir das eingangs gezeigt haben, anzupassen sind. Und hier insbesondere auch nach dem Unfall, den wir auf der Petersburger erlebt haben, arbeiten wir intensiv dran, auch zu schauen, ob wir gute, aber dann eben individuelle Lösungen für die Kreuzung haben. So regelhaft, wie das bei den Pop-Up-Bike-Lanes ist, geht das bei den Kreuzungen eben leider, muss man wirklich sagen, nicht. Aber wir arbeiten dran, ob wir auch hier temporäre Lösungen hinbekommen, die mehr Sicherheit schaffen. Aber es ist, ich möchte ich auch klar sagen, es ist ungleich schwerer als für Straßenzüge. Okay, ich gehe mal weiter zum nächsten Handlungsfeld. Die zweite Idee waren temporäre Spielstraßen. Auch entstanden aus der Situation, dass die Spielplätze wieder geöffnet wurden mit im Zuge der Lockerungen und dann einfach sehr viele Situationen entstanden, wo zu viele Menschen an einem Ort sind, sodass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten. Das Konzept und die Idee von temporären Spielstraßen gibt es natürlich schon länger, aber hier wurde das jetzt sozusagen das erste Mal aufgrund der Pandemiesituation in der Fläche auch gemacht. Es sind insgesamt 19 temporäre Spielstraßen eingerichtet worden. Und das lief in etwa so ab, dass der Bezirk, die Straßenverkehrsbehörde zusammen auch mit Vorschlägen aus der Zivilgesellschaft hat geguckt, wo kann man das denn machen, wo sind geeignete Voraussetzungen. Dann haben wir eine Plattform entwickelt, wo diese Vorschläge sichtbar waren, das Prozedere natürlich auch nochmal erklärt wurde. Und Bürgerinnen und Bürger konnten sich dann für die Spielstraßen registrieren und sagen, ja, das finde ich toll und ich möchte das auch unterstützen, weil der Bezirk nämlich gesagt hat, wir können das zwar einrichten, aber wir können nicht alle Spielstraßen so betreuen, wie das notwendig ist. Da werden dann halt Absperrungen aufgestellt und zum Beispiel müssen Anwohnerinnen, die da parken, rausgelassen werden können, muss sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden etc. Und dazu haben wir dann einen Aufruf gestartet, diese Webseite freigeschaltet und es gab, glaube ich, 48 Stunden Zeit, wie man sich da registrieren konnte, also auch alles ein sehr schnelles Verfahren. Und es haben sich mittlerweile über 400 Leute da tatsächlich registriert als sogenannte Kiezlotsen, um diese Spielstraßen zu betreuen. Und die laufen jetzt, glaube ich, in der vierten oder fünften Woche. Und Seit 3. Mai. Und das funktioniert auch sehr toll und da sind ganz neue Räume, die da entstehen. Ich habe hier auch mal so ein paar Bilder mitgebracht, was da passiert. Neben spielenden Kindern gab es auch da Nachbarinnenversammlungen, Musikkonzerte etc. Und ja, wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Aber es ist erstmal eine ganz neue Erfahrung, Straßenraum so zum Spielen und Bespielen freizugeben. Und hier haben wir ein weiteres Stichwort von Agilität verwandt, und zwar ein inkrementelles Vorgehen. Wir sind eben nicht als Bezirk so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir sperren jetzt ganze Kieze. Das hätte wahrscheinlich auch deutlichere Gegenreaktionen hervorgerufen, als das bei den Spielstraßen der Fall ist. Aus bekannten Gründen sozusagen, ja. Hier haben wir uns bewusst für ein eher taktisches Vorgehen entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen Spielmöglichkeiten eröffnen, weil eben die Spielplätze lange geschlossen waren, dann waren sie wieder auf und wir haben es tatsächlich quasi so synchronisiert. Am 1. Mai haben wir die Spielplätze wieder aufgemacht und am 3. Mai haben wir diese Spielstraßen geöffnet, um eben zusätzlich zu den sehr knapp bemessenen Spielstraßen. Wir haben in Berlin und Friedrichshain-Kreuzberg nur 6,4 Quadratmeter pro EinwohnerInnen an Spielfläche und an Grünfläche. Das ist sehr wenig, auch im Vergleich zu anderen Städten. Und da brauchen wir einfach Platz. Und natürlich ist das hier nur temporär, also temporär in dem Sinne einmal pro Woche, Sonntagnachmittags von 13 bis 19 Uhr. Aber man könnte sagen, immerhin. Und es zeigt quasi auch die Richtung, in die es geht, dass wir natürlich Räume brauchen für durchaus mehr als für stehende Fahrzeuge oder für fahrende Fahrzeuge. Wir brauchen sie auch für Bewegung, für Sport, für Erholung, für Aufenthalt, für Grünraum etc. pp. Das zeigen wir hier taktisch und ich habe gesagt, inkrementell mit kleinen Schritten, die aber nichtsdestotrotz in die richtige Richtung gehen und deutlich machen, worum es geht. Und dann kann man daraus lernen. Das ist genau das, was wir tun. Wir haben jetzt schon in den Wochen, die wir das gemacht haben, extrem viel gelernt auf beiden Seiten. Es ist ja eine sehr enge Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Wir haben auf beiden Seiten extrem viel gelernt, wie funktioniert und mit welchen Instrumentarien funktioniert oder funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen
Verwaltung, Zivilgesellschaft und wie funktioniert sie eher nicht. Wir haben als Grundlage mit jedem Teamkapitän, Teamkapitänin, das waren dann sozusagen die vor Ort Verantwortlichen, neben den Lotsen, die Herr Rindlin schon beschrieben hat, haben wir öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen als Verwaltung. Damit haben wir sie verantwortlich gemacht, vor Ort eine von uns erlassene straßenverkehrsrechtliche Anordnung durchzuführen, die eben diese temporäre Sperrung jeweils Sonntagnachmittags vorsieht. Das klappt sehr gut. Das ist auch eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und es zeigt eben, welche Stärke Zivilgesellschaft, welche Stärke aber auch aus dem Bündnis von Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung insgesamt hervorgehen kann, wenn man nämlich Zivilgesellschaft nicht alleine lässt in ihrem Engagement, sondern tatsächlich auch quasi durch rechtliche, aber auch materielle Unterstützung, also materiell in dem Sinne, als dass wir die Verkehrszeichen gestellt haben, unterstützt, dann kann dadurch sehr viel passieren. Und die Energie vor Ort in den Spielstraßen ist doch sehr hoch. Man sieht es hier, da passiert dann Nachbarschaftsconnection, da passiert sehr viel. Und wir haben, das möchte ich noch erwähnen, ein weiteres Element hinzugefügt. Wir haben die Initiativen vor Ort ausgestattet mit hydraulischen Standrohren, damit der Straßenbaumbestand gegossen werden kann. Wir haben sie ausgestattet mit Equipment zur Reinigung der Straßen, also Müllentsorgung, sorgen aber auch selber als Amt dann für die Entsorgung und stellen eben diese Materialien und möchten uns dafür bedanken. Aber es ist auch ein Signal, dass quasi der öffentliche Raum, der bespielt wird im wahrsten Sinne des Wortes, dass dem auch was zurückgegeben wird, nämlich gegossene Straßenbäume und eine saubere Straße, dass man ihn also nicht nur benutzt, sondern ihm auch etwas zurückgibt. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen. Das haben wir auch bei dem Pop-Up-Wildlands am Cottbuser Damm genauso gemacht. Da haben wir parallel die gesamte Straße entrümpelt, die extrem vermüllt war zu dem Zeitpunkt oder sehr stark, die Baumscheiben zumindest. Da denken wir sozusagen quasi immer die Gesamtsituation in der Pandemie. Genau, und nachdem, was für die Kinder getan wurde, sollte auch was für die Wirtschaft im weitesten Sinne getan werden oder die Vereine, die Ladenlokale haben. und dazu haben wir ein Projekt konzipiert, das nannte sich Terrassen für vieles. Also die Idee ganz knapp, vorhandenen Parkraum auch temporär umzunutzen, um Sonderflächen zur Verfügung zu stellen für Gastronomie, für Einzelhandel, aber auch soziale Projekte und Vereine, die eben auch aufgrund der Abstandsregeln einfach weniger Tische haben oder gar keine im Außenraum haben, sodass halt das sinnvoller vonstatten gehen kann. Da haben wir ein zweistufiges Verfahren entwickelt, das ist auch wieder das Prinzip der Iteration. Es war am Anfang noch unklar, geht es um Parkplätze, geht es vielleicht sogar um ganze Straßenabschnitte, die man sperren könnte. Und das heißt, wir haben erstmal eine Bedarfsmeldung entwickelt, dazu ein Formular freigeschaltet, wo diese Antragsteller sagen konnten, ich hätte da grundsätzlich Interesse dran, und zwar an folgender Stelle bei meinem Betrieb. Ich habe ein Café und möchte gerne ungefähr folgende Fläche nutzen. Das lief dann auch wieder 72 Stunden. Das heißt, wir hatten in relativ kurzer Zeit einen Überblick, wie ist eigentlich die Bedarfslage? An welchen Straßen ist das ein Thema? Wo gibt es Häufung oder Verdichtung? Macht es Sinn, Straßenabschnitte zu machen? Macht es Sinn, Einzelfallbehandlung zu machen? Etc. Und nachdem diese erste Stufe sozusagen ausgewertet wurde, haben wir dann die Bedarfsmelder gebeten, sich tatsächlich zu registrieren oder einen Antrag zu stellen, dafür das Formular erweitert, so dass es einer formellen Antragstellung gleichkommt. Und diese Anträge sind jetzt in der Bearbeitung. Das ist schon sehr weit. Ich zeige hier nochmal einmal die Bedarfsmeldung. Da kriegt man ungefähr einen Eindruck. Es ist zwar im ganzen Bezirk was los, aber es gibt durchaus Zonen, wo sich das konzentriert. Und aus den ursprünglich 320 Meldungen nach Bedarf sind mittlerweile, glaube ich, 120 oder 130 Anträge eingegangen. Es gibt auch einige Auflagen vom Bezirk, das kann Herr Weißbrich gleich nochmal erzählen, was man denn tun muss, um so eine Fläche nutzen zu können. Genau, und das, wie eben schon angesprochen, ist jetzt gerade der Versuch zu gucken, wie kann man denn aus so einer Situation, so einer Sondersituation möglicherweise auch das dahinterliegende Verfahren optimieren? Wo können da digitale Hilfsmittel auch hilfreich sein? Kann man den Mitarbeitern im BA, die ja auch sozusagen da jetzt alle mit agil agieren, unterstützend helfen,
diese sozusagen neue Situation dann auch besser zu bearbeiten. Und das kann man jetzt schon beantworten mit ja, also es gelingt, dass wir tatsächlich in sehr kurzer Zeit ein Verfahren gemeinsam entwickelt haben, was deutlich schneller und auch also nutzerfreundlicher auf der einen Seite, aber auch für die Verwaltung viel einfacher zu benutzen sind, ist und vor allen Dingen auch teilweise Medienbrüche, die wir in den Verfahren noch sehr schnell, sehr stark hatten, hier vermieden werden. Das ist natürlich ein großer Vorteil, was ja immer bei elektronischen Vorgangsbearbeitungssystemen und eine Roh- oder Einfachversion so eines Vorgangsbearbeitungssystems stellt das hier natürlich schon dar, ist ja immer der Fall. Und das hilft sehr. Also das ist einfach für uns als Verwaltung auch ein interessanter Prozess zu sehen, wie kann man in kürzester Zeit, wenige Wochen, gemeinsam so etwas entwickeln. Unsere Mitarbeiter erinnern, ich denke da insbesondere an so zwei Mitarbeitende bei mir im Amt, die da doch sehr, sehr aktiv mit dabei waren und sich auch gut eingebracht haben. Das ist schon schön zu sehen als Prozess. Eins sei aber auch angemerkt, wir hatten am Anfang sehr mutige Verlautbarung, wie schnell wir in diese Antragsbearbeitung gehen können. Und da haben wir vielleicht auch was gemacht. Ich weiß nicht, ob man das als agil bezeichnen kann, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, so in 2 bis 3 Wochen ist das Ganze startreif. Und das mussten wir dann doch revidieren. Es wurde dann auch immer wieder und wird, glaube ich, immer noch von der Mopo und anderen immer mal wieder so ein bisschen beäugt. Naja, versprochen habt das, es soll in 2 bis 3 Wochen klappen, jetzt läuft es ja immer noch nicht. Wir sind aber immer noch extrem schnell von der Ankündigung hin zu einer kompletten im Hintergrund liegenden Systementwicklung und dann zu einer jetzt fertigen Antragsbearbeitung. Das ist immer noch ein gigantisch schnelles Tempo, was wir hier hingelegt haben. Nur wir haben eines als Verwaltung nicht gemacht. Wir haben nicht gesagt, interessanter Ansatz. Wir haben den Willen der Politik, so etwas möglich zu machen in der Pandemie, verstanden. Und wir arbeiten jetzt ein Konzept aus. Wir werden uns in 3 Monaten melden, ob es machbar ist. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Sondern wir haben gesagt, kriegen wir hin, machen wir. Und dann muss man sich auch mal ein blaues Auge abholen, wenn es dann doch ein bisschen länger dauert, als man ursprünglich angekündigt hat. Aber ich empfinde dieses Risikobewusstsein, auch Dinge anzugehen und zu sagen, wir kriegen das schon irgendwie hin und das sogar schon nach außen zu tragen, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt von Risikobewusstsein, zumindest den man als Verwaltung mitunter auch mal haben muss, dass man dann vielleicht auch mal ankündigen muss, gut, okay, dauert ein bisschen länger. Und ich glaube, so eine Verfahrensentwicklung in der Kürze der Zeit ist schon sehr, sehr gut. Ja, das ist vielleicht sogar schon die Überleitung zu einer Frage, die wir hier noch mitgebracht haben. Ich weiß nicht, wie es im Chat aussieht. Vielleicht ist das eine gute Frage zum Aufhänger. Wir sprechen alle gerne von agil und jeder meint damit was anderes. Was ist das eigentlich? Und die nächste Frage natürlich, sollte Verwaltung eigentlich überhaupt agil werden? Also man könnte ja erstmal sagen, Verwaltung und Agilität, das ist ein ziemlicher Gegensatz. Und das hat auch gute Gründe. Also Verwaltung ist ja per se ein sehr hierarchisches System, was sehr viele Verpflichtungen hat, sehr viele Kontrollmechanismen etc., ganz klare Abläufe, lange Planungszyklen, weil sie ja auch eine besondere Sorgfaltspflicht hat. Und die Frage ist natürlich durchaus berechtigt, sollte Verwaltung überhaupt agil sein? Und wenn ja, wie kann denn das aussehen, vielleicht auch im Vergleich zu einem Unternehmen oder so? Also was sind genau die Entscheidungen, was sind die Voraussetzungen? Aber auch so eine Frage, die Herr Weisbrich gerade aufgeworfen hat. Welches Risiko geht man eigentlich ein? Pop-up-Bike-Lanes ja, Pop-up-Kreuzung nein. Es gibt so diesen Leitspruch in der Agilität, auf Englisch heißt es good enough for now und safe enough to try, also übersetzt ungefähr. Damit können wir jetzt erstmal arbeiten und wir haben aber auch ausgeschlossen, besonders große Risiken einzugehen. Also die Idee ist nicht, wir machen einfach mal und gucken, was passiert, sondern es ist hinter Agilität schon durchaus eine Risikoabwägung und auch Planung dahinter, zu sagen, wo kann ich wie flexibel sein, wo gehe ich bewusst Risiken ein, weil ich einen großen Nutzen dadurch habe und wo mache ich es aber auch nicht, weil ich zum Beispiel einen Unfall nicht ausschließen kann oder solche Sachen. Naja, dazu kann man... Aber Herr Weisbrich möchte noch was ergänzen. Ja, ich möchte noch was zu ergänzen. Also wir würden ja schon
Zumindest für das, was wir jetzt gezeigt haben, ich erhebe selbstverständlich keinen Anspruch auf generell, das, also steht mir auch nicht zu, mein Amt selber zu bewerten. Aber ich würde schon sagen, dass wir versuchen, an manchen Aspekten agil zu sein. Und will das gerne auch nochmal einordnen, Herr Rintel, genau vor den vollkommen richtigen Fragen oder Einordnungen, die Sie vorgenommen haben. Es ist natürlich so, dass eine Verwaltung zuallererst dem Primat der Politik und der Rechtsförmigkeit des Verwaltungshandelns unterliegt. Das heißt, nicht alles, was wünschenswert ist, geht immer, weil es teilweise rechtlich schwierig ist, weil wir so nicht vorgehen dürfen, weil wir bestimmte Prozessschritte einhalten müssen, die man vielleicht aus der Situation dann als unnötig oder verzögernd wahrnimmt. Das ist selbstverständlich so. Und das ist auch genau ein Vorwurf, auf die Schnelligkeit möchte ich zuerst eingehen, den wir bei den Pop-Up-Bylines immer wieder hatten. Wenn man sagt, in 10 Tagen kriegen wir sowas hin, dann habe ich häufig gehört, das kann ja gar nicht sozusagen ohne Rechtsbeugung einhergehen. Also sprich das, was ich gesagt habe, Rechtsförmigkeit des Verwaltungshandelns. Da haben wir ganz klar gesagt, das ist Quatsch. Doch, natürlich. Wir haben ja gezeigt, genau Herr Rintel hat ja die Regelpläne gezeigt. Wir haben ein Verfahren entwickelt, in denen wie das schnell möglich war, auch ohne Planungsprozess, sondern einfach mit der Benennung von Regelplänen. Und weiterhin haben wir selbstverständlich Polizei und Straßenbaulastträger, gut, das sind wir selber, angehört, beziehungsweise die Abteilung 6 Verkehrsmanagement hat das getan. Das heißt, wir haben in sehr großer Zügigkeit einen normalen Verwaltungsprozess gemacht. Es gibt dann häufig so ein Irrtum, dass besonders lange Verfahren besonders rechtssicher seien. Und dem möchte ich klar widersprechen. Ich gehe durchaus mit, dass eine gewisse Länge eines Verfahrens häufig eine größere Sorgfalt mit sich bringt. Das würde ich auch unterstreichen. Aber manchmal erleben wir auch, dass allzu große Sorgfalt wiederum dazu führt, dass Dinge, die eigentlich dringend notwendig sind, dann verschleppt werden. Und wir reden hier bei den Pop-Up-Bylines insbesondere über ein sehr wichtiges Gut, nämlich die Sicherheit im Straßenverkehr. Und da ist ein schnelles Verfahren, was schnell eine höhere Sicherheit für Verkehrsteilnehmer herbeiführt, erstmal auch das sicherere Verfahren. Und ich würde auch sagen, wenn wir als Straßenverkehrsbehörden sagen, wir wachen über die Verkehrssicherheit und somit auch über die Anzahl oder die Risiken im Straßenverkehr und die Anzahl letztendlich von schweren Unfällen, das muss man auch klar mal benennen, dann glaube ich auch, dass wir sagen können, dass ein schnelles Verfahren ein rechtssicheres Verfahren ist. Das würde ich schon nochmal sagen. Das gilt auch nicht generell und immer, ne? Das muss man alles natürlich auch ein Stück weit revidieren. Aber so als Grundsatz gilt das schon, dass Sicherheit im Straßenverkehr schnell hergestellt werden muss. Okay, ich glaube, es gibt Fragen, dann würde ich gerne. Super, ich wollte euch nicht unterbrechen, wenn wir schon so weit sind. Wir haben hier eine große Menge an tollen, sehr konkreten Fragen. Wäre das okay, wenn wir dann anfangen, Herr Weißbrich? Ja, ist okay. Ja, okay, weil ich wusste nicht genau, wie weit die Präsentation noch ist. Also, ich fange mal einfach mit oben an. Ganz einfache Frage, ist es so, dass bei der Pop-Up-Bike-Lane, dass da zweimal zur Kontrolle, zweimal am Tag das Amt kommen muss, um das abzufahren? Also müssen die kontrolliert werden vom Ordnungsamt? Ja, vom Ordnungsamt nicht, von uns. Und diese Kontrollen finden statt. Es gibt eine Rast, also eine Regelanweisung oder ein Hinweisblatt, was für Baustellen die zweimal tägliche Kontrolle empfiehlt als Richtlinie. Wir kontrollieren sie täglich oder teilweise auch weniger, weil wir ganz klar die Auslegungsdefinition haben, es handelt sich hier mitnichten um Baustellen, sondern es handelt sich hier um provisorisch hergerichtete Radverkehrsanlagen. Das ist eine andere Situation als eine Baustelle. Das muss man auch klar benennen. Und wir haben aber auch Straßenbegeher bei uns, die täglich die Straßen abgehen und auch diese Anlagen kontrollieren. Wir haben, genau das ist so ein Ansatz, wir haben die Rast an der Stelle für diese andere Situation. Die Rast ist eben zielt dann tatsächlich auf echte Baustellen, also Aufgrabung, Baustelleneinrichtung ab. Wir haben sie für uns so angewandt, wie ich das genannt habe. Mhm. Interessant. Es gibt ein paar Fragen, die in dieselbe Richtung eigentlich genau da anknüpfen. Und zwar, was müsste passieren, damit diese Pop-Up-Bike-Lanes umgewidmet werden, dass die länger bleiben, dass die von temporär zu bleibend umgewidmet werden? Können die auch
Und auf, wenn sie wieder weggemacht werden, auf welcher Grundlage wird entschieden, dass die dann wieder zurückgebaut werden? Und genau, das sind so die Fragen, sich ein paar Fragen im Chat drehen. Ja, die, also das kann man sehr klar sagen. Wir haben einen einzigen kurzen Abschnitt von 200 Metern, der nicht in unserem bezirklichen Radverkehrsplan steht. Über den kann man sich unterhalten. Ansonsten gilt für alle Pop-up-Bike-Lanes, die wir im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg angelegt haben, sie entsprechen den Forderungen unseres Radverkehrsplans, der 2017 verabschiedet wurde, auf Einrichtung geschützter Radverkehrsanlagen. Und sie entsprechen auch dem Paragraph 43 Berliner Mobilitätsgesetz auf Einrichtung von geschützten Radverkehrsanlagen an allen Hauptstraßen dieser Stadt. Somit kann man klar die Aussage treffen, sie werden alle verschwinden, die Pop-up-Bike-Lanes, um dann dauerhaft zu bleiben. Das sage ich dann auch immer ganz gerne. Also die Baken kommen weg und werden durch feste Protektionselemente ersetzt und die Gelbmarkierung kommt weg und wird durch feste Weißmarkierung ersetzt. Gegebenenfalls werden wir dann auch die Fahrbahndecke sanieren. Das überlegen wir gerade, wie das gelingt. Aber wir wollen Ende dieses Jahres schon einige oder möglichst viele, eigentlich am besten alle, weil wir wissen, die Baken sind für den Herbst, für die Windstürme dann nicht so gut her. Also die kippen zwar nicht unbedingt gleich um, aber wir wollen eigentlich Ende des Jahres möglichst viel verstetigt haben. Das ist zumindest unsere nächste Zielsetzung, die ich jetzt schon mal so proklamieren kann. Und das haben wir vor. Das klingt ja erstmal total gut. Es gab im Chat auch ganz viele so Menschen, die sich aus nicht ganz so glücklichen Stadtteilen gemeldet haben, dass sie voller Neid darüber blicken zu den Pop-up-Bike-Lanes. Das heißt, es hört sich sehr, sehr schön an. Eine andere Frage ist noch, das Land Berlin hat für die Verwaltung verbindlich zu nutzende E-Government-Komponenten beziehungsweise für die Online-Auftragstellung. Warum wurde hier davon abgewichen? Das ist eine konkrete Frage. Der Paragraph 15 E-Government-Gesetz ist eine Sollvorschrift. Da steht drin, es soll das Corporate Design des Landes Berlin angewandt werden. Wir haben uns als Verwaltung an CityLab gewandt. Da saß dann Fix My Berlin drin und mit denen haben wir gesprochen und die haben dann gesagt, wir bauen euch sowas in wenigen Tagen. Das haben wir gemacht. Wir werden und ich verstehe das so, dass wir hier laborhaft Dinge ausprobieren. Und wenn das nicht möglich ist, sondern wenn wir immer gleich, ich sag das auch sehr bewusst, auch dann an der Stelle gerne auch konfrontativ, wenn wir dann immer gleich sagen, es muss alles berlinweit möglich sein und es muss alles einem einheitlichen Design entsprechen und so weiter, ja gut, okay, können wir machen, dann dauert es aber länger, ne? Und dann dauert es auch Monate und dann brauchen wir wahrscheinlich auch länger. Wir gehen als Verwaltung bewusst den Weg und auch an der Stelle jetzt mit CityLab und mit oder an der Stelle mit Fix My Berlin dann auch und sagen, wir probieren Dinge laborhaft aus. Gerne, und das haben wir auch in den Aufträgen so gesagt, dass wir sagen, dass die sind danach geeignet, das ist dann quasi kein Exklusivwissen, was da produziert wird, sondern ist dann selbstverständlich Open Source, selbstverständlich teilungsfähig und selbstverständlich erstellen wir auf der Grundlage letztendlich Pflichtenhefte, die dann auch durch andere Anwendungen und dann natürlich gemäß § 15 E-Government-Gesetz dann auch nach dem landeseinheitlichen Design gemacht werden können. Aber ich möchte an der Stelle ganz klar appellieren und sagen, wenn Verwaltungen, wenn sie sich agil zeigen, dann quasi gerade von dem, was eigentlich ja auch großer Maßstab dieses Landes ist, nämlich einer E-Governance-Strategie, dann eingebremst werden, dahingehend, dass man sagt, aber ihr müsst es vom ersten kleinen Schritt, den ihr macht, gleich so denken, dass es allgemeingültig und so weiter ist. Nein, Labor heißt Labor und Verfahrenstechnik, sprich vom Labor in die große Umsetzung auf großer Linie im ganzen Land Berlin, das ist dann ein nächster Schritt. Den haben wir jetzt nicht gemacht. Wir sind hier in verkehrstechnischen Dingen und wir sind hier auch meinetwegen in E-Governance-Schritten, zumindest in diesen Teilbereichen, die wir gezeigt haben, ein Labor und sind gerne und auch definitiv bereit und nicht nur bereit, sondern das ist für uns vollkommen klar und auch verbindlich, dass diese Erkenntnisse und dieses Knowledge, was wir hier produziert haben, selbstverständlich dann geteilt werden muss und Anwendung finden sollte. Das ist ganz vielleicht noch zur Ergänzung, ja, bitte. Weil die Frage ja darauf abzielt, kann das jetzt nur von Friedrichshain-Kreuzberg genutzt werden oder kann das weiter genutzt werden? Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, auch für das CityLab. Das ist ja noch relativ neu und solche Prozesse gab es ja auch noch nicht in der Form. Die Idee ist immer,
das exemplarisch, prototypisch im Labor zu entwickeln, aber so, dass es halt weiterentwickelt werden kann. Das bedeutet einmal Open Source, dass es auch von anderen Softwareentwicklern weiterentwickelt werden kann. Das bedeutet auch eine gewisse Dokumentation, dass es nachvollziehbar ist. Und es gibt tatsächlich auch schon diese Fälle. Also wir starten sehr, sehr bald mit Tempelhof Schöneberg ein ähnliches Verfahren zur Bedarfsklärung zu Sonderflächen mit der gleichen Software. Und da sind dann immer Anpassungen notwendig. Aber es ist genau dieses Prinzip, was ja ein großer Vorteil von digitalen Techniken ist, dass man es sehr gut übertragen kann. Und es gibt auch zu den Spielstraßen schon Anfragen. Pop-up Bike Lanes werden natürlich eh berlinweit dargestellt. Hier kamen auch die ersten Ideen von Pop-up-Bike-Lanes und IoT, wie man also das nutzen könnte, um die verfahrenen Kilometer und die Energie, die dabei entstanden ist, irgendwie zu tracken, dass man das als Motivation für Kinder hätte, um noch mehr zu fahren. Das sind ganz viele schöne, also wahnsinnig viel Zuspruch, der hier im Chat passiert. Ich habe noch zwei konkrete Fragen gefunden, die ich ganz spannend finde. Und zwar, wo steht es jetzt hier? Erstmal die Verwaltung in Friedrichshain. Wie habt ihr die Mitarbeiter in der Verwaltung mitgenommen, dass sie das getragen haben? Was läuft vielleicht in der Verwaltung kulturell anders als in anderen Bezirken? Das wäre eine Frage. Ich muss mal kurz mit meiner Tochter, Seitengespräch ist ja in diesen Zeiten nicht unbedingt. Gar kein Problem, also, das ist total gut. Leila, gleich, ja? Also kurz auf Antwort, wie kriegt man Verwaltung mit? Also es hängt erstmal viel von Personen ab, wie die zusammenkommen. Ich habe ja schon Christian Hegele als neuen Abteilungsleiter erwähnt. Ich habe einen relativ neuen Fachbereichsleiter Straßen. Ich selbst bin 1,5 Jahre, ich komme auch gar nicht aus Berlin, das mag auch ein Teil sein, dass ich aber ich will klar sagen, man kann nicht immer sagen, es hängt dann von einzelnen Leuten ab und wenn neue Leute da sind, dann läuft's. Das halte ich für zu einfach, sondern ich glaube schon, und das ist auch wichtig, dass es darauf ankommt, der Verwaltung zu signalisieren, wir treten euch nicht nur und wollen irgendwas von euch, sondern wir kümmern euch uns auch um euch. Und ich habe in meinem Amt relativ schnell, also ich war 3 Monate im Amt, da haben wir Klausurtagungen gemacht und wir haben überlegt, wie machen wir dieses Amt eigentlich fit für die Zukunft? Wie stellen wir das auf? Und wir haben gesagt, wir haben große Projekte vor uns, das ist die Verkehrswende und wir haben eine Klimakatastrophe, die auf diese Stadt einbrechen wird. Jetzt haben wir noch eine Pandemie, also das war damals natürlich nicht absehbar, aber es gibt gigantische Aufgaben und wir sind ein winziges Amt, 140 Leute damals, hat sich geändert. Gehe ich gleich kurz drauf ein. Wir sind das kleinste SGA Berlins, ja, und haben den dicht besiedelten Raum mit Görlitzer Park und anderen schwierigen Orten, Cottbusser Tor, pipapo, verkehrlich wie als öffentlicher Raum, sozialer Raum, alles schwierig oder komplex, könnte man auch sagen. So, wie machen wir das? Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen eine neue Struktur. Wir haben nicht eine große Prozessanalyse gemacht. Ich habe das in Mecklenburg-Vorpommern im Ministerium jahrelang gemacht. Ich halte da sehr viel von. Ich halte aber auch viel davon, Dinge von vornherein in hinsichtlich ihrer Umsetzungsfähigkeit zu denken. Und ich habe gesagt, Leute, was sind die Kernerkenntnisse? Was brauchen wir? Und wir haben festgestellt, wir haben schwierige Schnittstellen oder gar keine. Wir haben festgestellt, dieses SGA, Straßen- und Grünflächenamt, ist aus insgesamt 3 Ämtern hervorgegangen. Naturschutzamt, Grünflächenamt und Tiefbauamt plus Teilen des Ordnungsamtes, ist aber nicht in so eine richtig einheitliche Struktur gebracht worden. Das haben wir sehr schnell definiert. Was ist denn, und ich habe da nicht eine Projektierungsbüro gefragt, macht mal Interviews, und ich habe gesagt, Leute, was wollt ihr für eine Struktur? Das haben wir definiert. Wir haben einen Schnittstellenbereich oder Servicebereich als Wunschbereich definiert und wir haben gesagt, was sind dahinter liegen unsere Personalbedarfe. Also wir haben erst Strukturen und Prozesse geklärt. Wir haben unser Amt visionär umgestellt von einer Linie auf eine Matrixverwaltung. Mit dieser gedachten Struktur haben wir gesagt, und dann haben wir noch Personalbedarfe, weil nur Lean Management geht dann nicht, sondern wir brauchen am Ende natürlich mehr. Und wir haben dann ganz mutig angemeldet, auf der Basis von 135 Leuten brauchen wir 46 Leute erstmal mehr. Im ersten Schritt, die haben wir natürlich nicht bekommen. Aber wir haben 15 bis 20, je nachdem, wie man das am Ende ist. Es gibt so ein paar Ansätze, kriegen wir da Förderung oder nicht. Also bis zu 20 Leuten bekommen wir jetzt und wir haben momentan 13 eingestellt. So, und das ist, jetzt komme ich auf die Ausgangsfrage zurück, war ein bisschen ausgeholt. Das ist ein gigantisches Signal. Also wenn das eine Verwaltung mitbekommt, okay, da sitzt nicht nur ein neuer Chef, der sagt, Leute, macht mal, baut mal Radwege und jetzt muss das alles hier mal flutschen, sondern der dann auch sagt,
ich frage genau nach, wie das hier läuft, was eure Sorgen sind und was ihr braucht, damit ihr die Arbeit, die ich von euch will oder die Politik von euch will, erledigen könnt. Und wenn das Signal ist, was ankommt, dann ist Verwaltung auch gerne bereit, mitzuziehen. Das ist meine Erfahrung. Ich meine, ich bin Verwaltungskind. Ich habe das jahrelang, 16 Jahre lang in der Forstverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, wie teilweise der Weg andersrum geht, wie die Forderungen und die gesetzlichen Aufgaben immer höher wurden und das Personal immer geringer. Und letztendlich dann immer gesagt wurde, ihr müsst eure Strukturen schlanker machen und so. Da weiß jede Verwaltung, ja, das wird uns dann immer so gesagt. Und dann gibt es so eine Sperrhaltung. Und das ist natürlich das, was in Berlin die letzten Jahre oder Jahrzehnte passiert ist. Radikal runtergekürzte Verwaltung, tendenziell schwieriger werdende Sachlagen. Das führt zu einer Verwaltung, die erstmal sagt, das dauert erstmal ganz lange, bevor wir überhaupt tätig werden. Wenn man das Gegenteil will, muss man zu der Forderung eine echte Struktur und eine echte Ressource geben. Und wenn das passiert, dann ist meine Überzeugung, dann funktioniert es in sehr vielen Verwaltungen deutlich besser. Wow, es klingt so, als ob ihr echt auf eine Art Workshop geben solltet, wie die Transformation in der Verwaltung geglückt sein könnte. Weil da scheint viel Liebe und Schweiß reingeflossen zu sein und ja, erfolgreich. Ja, ja, also Liebe und ein bisschen Schweiß auf jeden Fall, aber tatsächlich ein Herzblut, das muss ich wirklich sagen, ein Herzblut für Verwaltung. Weil ich sage das auch in meinen Stadträten immer, Verwaltung ist ein Teil dieser Stadtgesellschaft. Ja, das wird manchmal wird so getan, es gäbe die Stadtgesellschaft und dann gibt es irgendwie die Verwaltung und das sind irgendwie die Hornochsen, ich sag's mal ganz deutlich sozusagen, ja. Da gibt's dann auch so ein Misstrauen, dass das schwierig ist, das Verhältnis häufig, oder dass es häufig aufgrund dessen, was ich beschrieben habe, Sparpolitik und vieles andere, das könnte man sehr detailliert noch ausführen, das ist nicht nur Sparen, da gibt's ganz viele andere Prozesse, die natürlich gewirkt haben, dass das häufig sich sehr schwierig verhält, darstellt, das Verhältnis, ist bestimmt so. Aber ich sag ganz klar, Verwaltung ist Teil dieser Stadt. Das sind denkende Personen, das sind Personen, die haben Erfahrungswissen und wenn sie frustriert sind, sind die frustriert auch häufig aufgrund von Biografien, die sie durchlebt haben. Und das muss man ernst nehmen und da muss man drauf eingehen. Deshalb vollkommen richtig, da ist eine Menge Herzblut drin, ja. Das ist echt gut und schön zu spüren. Ich will noch das sind ein paar Fragen im Chat, die ich einfach nicht unbeantwortet lassen will, die kleiner und konkreter sind als die Spirit-Frage. Und zwar, gibt es einen Widerspruch zwischen der DSGVO und den iterativen Prozessen? Also agiles Arbeiten, setzt sie Datenschutz außer Kraft? Hat das wunderbar zusammen funktioniert? Da gab es ein paar Fragen in die Richtung. Laila kann ruhig dazukommen, finde ich. Das stört gar nicht. Laila, kannst du mal kurz gucken kommen. Du darfst mal gucken kommen. Willst du mal gucken? Ja. Also ich beantworte ganz schnell jetzt möchte sie nicht, sagt sie. Jetzt. Also, Ich wollte sagen, DSGVO, genau. Also es gab einen Punkt, als die Pandemie anfing. Ich fange jetzt mal nicht bei den Verfahren an, die wir eben vorgestellt haben, sondern ich fange mal bei was ganz anderem an, nämlich bei dem Homeworking. Da war es schwierig und es kommt quasi gleich ein kleiner Offenbarungseid von mir als Amtsleiter. Da habe ich gesagt, gut, wir haben im Amt 4% unserer Mitarbeiter mit technisch hergerichteten Homeoffice-Arbeitsplätzen. Schwierig. Dann war natürlich, haben wir gesagt, gut, aus der Pandemiesituation müssen wir zumindest, also in etwa die Hälfte nach Hause schicken. Die Außendienstmitarbeiter nicht. Also wir haben ja auch Gärtnerinnen und Gärtner, die gingen ihre Arbeit weiterhin in getrennten Teams nach. Da haben wir sogenannte Pandemie-Einheiten gebildet. Das hat ganz gut geklappt. Aber für den Innendienst, das sind ja 100 Leute bei uns, galt das nicht. Das heißt, da die haben wir erstmal nach Hause geschickt, dann waren sie im Homeoffice und konnten aber eigentlich erstmal nicht mit einer dienstlichen IT arbeiten. Und wir wollten ja was und wir hatten ja auch diese beschriebene Pandemieresilienz als Aufgabe auf dem Zettel. Die haben wir sehr schnell, sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Wir haben dann gesagt, ja, wie kriegen wir das hin? Wir brauchen ja unser Amt. Wir können ja nicht hier nur in der Chefetage sitzen und überlegen, wie wir es machen und dann habe ich an der Stelle eine Dienstanweisung veranlasst, in der ich gesagt habe, ihr arbeitet von zu Hause, ihr könnt eure, wenn ihr das wollt, eure privaten Rechner nutzen, das habe ich erlaubt, und ihr dürft auch in gewissem Umfang, dürft ihr Akten mit nach Hause nehmen, ihr habt insbesondere die Daten Dritter
zu wahren. Die müssen dann auf den Dienstrechnern verbleiben. Aber ich habe die Verantwortung übernommen dafür und ich habe sogar es ermöglicht, dass im Einzelfall E-Mails versandt werden können von Privataccounts. Ja, das war dann eine wichtige Frage. Der muss aber kenntlich gemacht werden und wir haben das dann häufig gemacht, dass dann als Absender die dienstliche Adresse drin stand oder so. Das ging häufig dafür habe ich die Verantwortung übernommen. Das ist schwierig. Ne? Ich habe gesagt, das ist meine Verantwortung hinsichtlich Datenschutz. Die andere Alternative wäre gewesen, wäre nicht arbeitsfähig gewesen, zumindest mit einer hohen Prozentzahl. Ich habe das abgewogen und ich halte das Vorgehen für vertretbar, so wie ich es beschrieben habe. Habe das für mich selber und mit unseren Leuten besprochen, dass wir so vorgehen können. Hinsichtlich der beschriebenen Verfahren, also das wäre jetzt ein Beispiel bei mir aus dem Amt, hinsichtlich der beschriebenen Verfahren kann Heiko Rindlin vielleicht gleich was zu sagen. Also für mich war wichtig, wir haben quasi hinter die Fragen Barrierefreiheit und DSGVO-Konformität einen Check. Das war das, was wir gefragt haben. Und vielleicht kann der Rindlin da noch ein paar Ausführungen zu machen. Super. Darf ich das noch einmal ganz kurz zusammenfassen? Das heißt, ich verstehe, dass die Frage nach Leader, wenn die Leitung für diese Schritte des neuen Arbeitens die Verantwortung übernimmt, dann läuft das eigentlich und dann kann der Wandel auch stattfinden. So habe ich das jetzt verstanden. Das ist naja, auch also Wandel weiß ich jetzt nicht. Es ist halt letztendlich, es war eine Defizitentscheidung. Ja, wir haben eine vollkommen ungenügende Infrastruktur, was Homeoffice anbelangt. Und wir haben eine Situation, in der wir in Homeoffice arbeiten mussten. Und da kann ich entweder den Betrieb einstellen. Das ist eine Variante. Das ist auch die total sichere Variante. Ja, also das ist dann, man kann keiner was sagen. Oder ich kann Verantwortung übernehmen für eine Situation. Ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, unser Amt ist in dieser Pandemie eher stärker als schwächer gefragt. Also ich sage deutlich stärker gefragt als außerhalb der Pandemie. Wir haben wichtige Sicherheitsfragen zu beantworten. Das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja die Verkehrsinfrastruktur. Wir haben ja noch die gesamte Aufsichtstätigkeit zusammen mit dem Ordnungsamt über unsere öffentlichen Räume, Eindämmungsmaßnahmenverordnung, Einhaltung und so weiter. Der Görlitzer Park, der muss ja auch durch unsere Parkläufe betraut werden. Das heißt, wir mussten arbeitsfähig bleiben und ich hätte mich entschieden können, wir stellen die Arbeit ein oder zumindest zu 96% stellen wir die Arbeit weitestgehend ein und können dann diese wichtigen Fragen aber schlechter beantworten oder fast gar nicht. Und dagegen habe ich mich entschieden und ja, dafür trage ich selbstverständlich die Verantwortung. Das ist eine Aufgabe, die dann eine Leitung machen muss, ja. Inspirierend zu hören. Wir überziehen schon, aber es ist völlig okay, weil wir danach Luft haben und es wirklich die am wildesten besprochenste Session bis jetzt ist. Heiko, willst du noch was dazufügen? Ich wollte dich jetzt... Ich kann vielleicht noch mal was zu den Verfahren sagen. Ich weiß nicht, wie weit die Frage in die Richtung ging. Da ist es eigentlich relativ sauber. Also natürlich sind das prototypische Verfahren, wo man nicht die 100% Fachverfahrensgenauigkeit hat, die man vielleicht in dem Standardprozess hat. Aber bei den Spielstraßen und bei den Gastrostraßen oder Terrassen heißt es ja, gibt es ganz schlicht eine Datenschutzerklärung, die von den Antragstellern da unterzeichnet wird. Und wir selber haben DSGVO-konformes Verfahren, wie Daten hier verarbeitet werden, also diese üblichen Pflichten zu dokumentieren, wann welche Daten wo verarbeitet werden. Mhm. Barrierefreiheit ist nochmal so ein bisschen ein anderes Thema. Da sind wir auch relativ nah dran. Da gibt es verschiedene Stufen. Man spricht auch eigentlich eher von Barrierearmut. Also, dass möglichst viel von möglichst vielen genutzt werden kann. Da entsprechen wir den Berliner Mindeststandards. Also, da sind wir sozusagen auch sicher. Es gibt natürlich Elemente wie eine Karte. Sobald man die benutzt, hat man gewisse Einschränkungen, was Barrierefreiheit angeht. Und da gibt es dann noch Dinge, die wir nach und nach weiterentwickeln. Da war nicht beim ersten Launch gleich alles 100%, sondern 80%. Mittlerweile ist es 100%. Das gehört dann auch dazu, zu so einem iterativen Verfahren. Super. Noch eine kleine Frage, die zweimal kam. Und zwar ganz klare, die Anzahl der Fahrradplaner. Die sind ja oft gut ausgelastet, heißt es hier im Chat. Und die haben doch gar keine Zeit. Musstet ihr mehr einstellen für die ganzen Pop-up-Lanes? Genau. Die Ressource Fahrradplaner eben in der Verwaltung. Wie sah es mit der aus? Nein, wir mussten nicht mehr einstellen. Und ich möchte betonen, dass wir hier gerade kein großes Planungsverfahren hatten. Es ist ja
nicht alles braucht eine Planung. Und die Pop-Up-Bike-Lanes sind streng genommen auch keine geplanten. Das sind angeordnete. Und eine Baustelle wird ja auch nicht, also da wird schon die Baustelle geplant, sozusagen, wie man die Bauarbeiten macht. Aber die verkehrsrechtliche Anordnung drumherum, die wird ja auch nicht geplant. Oder nur in seltenen Fällen, wenn es sehr komplex ist. Oder in einigen Fällen, wenn es sehr komplex ist. Das stimmt schon. Von daher sind sie nicht geplant, aber auf die Frage genau einzugehen. Wir haben 2,5 Vollzeitäquivalente, heißt das ja im Verwaltungsdeutsch, haben wir. Und wir haben die jetzt nicht aufgestockt. Ich habe einfach, also um das kurz zu erklären, was wir gemacht haben, ich habe eine Ad-Hoc-Stabstelle bei mir eingerichtet. Ich habe alle, die mitmachen wollten, mir direkt unterstellt. Das waren dann ohne sozusagen Hierarchie meine 2,5 Fahrradplaner, tatsächlich sind alles Männer, dann die Gruppenleitung Bauen, die Fachbereichsleitung und noch 2 weitere Ingenieure, beziehungsweise eine Person aus der Straßenverkehrsbehörde bei mir, die mitgemacht haben. Und das war dann sozusagen, wir haben uns dann getroffen und dann haben wir einen Plan gemacht, was wollen wir machen. Und dann haben alle gesagt, ja, ich mach den Zug. So hat es geklappt. Und das haben wir sozusagen mit dem Bestandspersonal hinbekommen. Und ich betone nochmal, es ist kein klassisches Planungsverfahren. Nichtsdestotrotz, und das hatte ich ja erwähnt, wir stocken auf. Jetzt im Nachgang, also nicht aufgrund der Pop-Up-Bike-Lanes, sondern vorbereitet, werden wir jetzt unsere Fahrradplaner aufstocken auf insgesamt, also wir kriegen jetzt 4 insgesamt hinzu. Davon, also 3 Fahrradplaner, beziehungsweise 2 Fahrradplaner, 1 Planer für Fahrrad, also für komplexe Verfahren, die auch viel mit Fahrradverkehr zu tun haben, und eine Person, die sich dann um die Parkraumbewirtschaftung und auch die Verkehrsberuhigung in vielen Fällen. Also wir kriegen 4 dazu, und das ist nicht das Versprechen, was ich gemacht habe, aber es ist das Ergebnis, was vorher vorbereitet war. Und auch das macht es im Nachhinein für die Leute, die mitgemacht haben, fast zu einer Belohnung am Ende. Am Ende werden wir sogar noch mehr. Also, genau. Super. Jetzt, Heiko, gibt es noch was auf dem Herzen, was du sagen? Sonst würde ich langsam das schließen und in die große Mittagspause gehen. Und aber alle Teilnehmer noch mal ein Hallo, da ist ja der. Und vielen Dank an Ihre Tochter für die Geduld. Das war sehr beeindruckend. Wir haben ja diese Netzwerkteile in dem Tool und die gelten natürlich auch für unsere Speaker. Das heißt, es gab so viele Fragen und auch Andecken und auch Anekdoten einfach zu dem Thema, dass Sie gerne auch die Speaker selber anschreiben können, mit den Video-Appointments machen können. Genau dafür ist das Tool da. Das heißt, bitte nutzen Sie das und essen zusammen Mittag virtuell. Sonst würde ich mich jetzt hier verabschieden von den beiden. Vielen Dank für die Zeit, ein sehr interessantes Gespräch. Und wir sehen uns alle zusammen um 2 Uhr wieder. Wie gesagt, essen Sie, netzwerken Sie und gehen Sie zu unserer Ausstellung. Danke. Danke. Vielen Dank. Tschüss, Herr Weißrich. Tschüss.